Hi, grüß euch und willkommen beim Poolpanda. Heute gehen wir den Steinbach Poolroboter Twin durch. Der Poolroboter ist insofern interessant, weil der saugt euch nicht nur den Boden ab, sondern auch die Wände und die sogenannte Wasserlinie. Bei der Wasserlinie ist das Besondere, das ist so dieser Bereich, wenn das Wasser ab und zu mal überschwappt, dann bleiben da an der Wand ab und zu so Schmutzpartikel kleben und die reinigt er auch ab. Und das macht den Sauger so interessant. Es gibt nämlich bei Poolrobotern eben drei Arten. Poolroboter, die nur den Boden saugen, Poolroboter, die den Boden und die Wände saugen und Poolroboter wie der Steinbach Twin, die Boden, Wände und Wasserlinie sauber machen. Und ich habe einige Poolroboter letztes Jahr schon getestet und war bisher ziemlich enttäuscht. Und da war mal interessant, wenn man jetzt mal ein bisschen höherwertigeren testet, ob tatsächlich da mal vernünftige Ergebnisse rauskommen. Und so viel vorweg. Ja, also die Ergebnisse sind deutlich besser als bei den günstigeren Modellen von verschiedenen Firmen. Was war das Problem immer bei anderen Robotern? Naja, dass sie zum Beispiel in gewissen Konstellationen dieselben Strecken gefahren sind, dass sie nur einen Teil vom Pool sauber gemacht haben, dass sie bei Rundpools zum Beispiel die Ränder nicht sauber machen konnten, dass sie einfach, wie soll ich sagen, mehr aufgewirbelt als eingesogen haben. Also da gab es unglaublich viele Probleme mit verschiedenen Robotern und dann habe ich den getestet, zuerst mal beim 549x274 Rechteckpool von Intex. Das Interessante ist, dass an den Wänden, der geht so leicht hoch. Und da ist es ganz interessant, weil der Schmutz da auch eben teilweise an die Wände rankommt, weil die Wände eben nicht komplett gerade sind. So, und da habe ich jetzt mal vor allem relativ viele Blätter ausgelegt bei dem Pool und wollte mal wissen, kommt der mit großen Mengen klar? Und tatsächlich, ja, kommt er. Ich habe hier einen Zeitraffer für euch. Und am Ende hat er auch den Pool komplett gesäubert. Da ist mir leider der Speicherplatz ausgegangen. Das habe ich dann nicht gemerkt. Aber nichtsdestotrotz ist komplett sauber geworden. Das war ein sehr gutes Ergebnis. Ja, also zwischendurch musste ich auch mal das Magazin entleeren, weil es natürlich übervoll war. Wem wundert's, ist eine große Menge an Blätter gewesen, die ich dann im Pool reingetan habe. Aber es war schon mal interessant zu sehen, dass man ihn nicht so leicht sozusagen überlasten kann und er einfach seinen Job macht, so wie es gehört. Ja, und dann habe ich noch mal einen Test beim Rundpool gemacht. Und zwar warum? Rechteckpools sind tendenziell fast schon eher leicht für Poolsauger, weil es eben diese Kurven an den Rändern nicht gibt. Und da tun sich viele Poolroboter sehr schwer. Und da war es für mich interessant, okay, wie schaut es aus? Eben in den Kurven lässt er da so einen Schmutzrand übrig oder schafft es wirklich, den Pool komplett zu reinigen? Und tatsächlich, ja, das schafft er. Wir haben jetzt in dem Setup nicht mit Blättern gearbeitet, sondern mehr mit so kleinen Partikeln, also Sand, ein bisschen Aktivkohlestückchen, so Rückstände, einiges an Staub, auch ein bisschen an AFM-Filterglas, weil ich wirklich sehen wollte, diese kleinen Partikeln kriegt er die raus. Tatsächlich habe ich ein bisschen mit Filterboys getunt, das habe ich euch mal in dem Video 6 Pool-Tipps gezeigt, findet ihr auch hier oben. Es ist wirklich fein, das hat auch wunderbar funktioniert und auch hier hat der Roboter einfach das gemacht, was er machen sollte, nämlich den Pool sauber. Hat er den Pool perfekt sauber gemacht? Das kommt auf die Perspektive drauf an, würde ich sagen. Und zwar gemäß Pareto-Prinzip würde ich sagen, so 90-10 oder 85-15, so ungefähr nach einer Stunde ist der Pool schon sauberer geworden. Das heißt, der Unterschied ist sehr massiv. Wenn man natürlich ganz, ganz, ganz genau hinschaut, hat er natürlich nicht alles gesaugt, aber nichtsdestotrotz, der Unterschied vorher, nachher ist gigantisch. Das heißt, ja, er erfüllt seine Aufgabe. Das ist ähnlich wie mit diesen Akkusaugern, diesen manuellen. Es wird ab und zu ein klein bisschen was aufgewirbelt, kann man nicht ganz vermeiden, sinkt dann wieder ab und dann haben wir eben noch eine Kleinigkeit übrig. Was gibt es jetzt zu dem Steinbach Twin vor allem noch zu sagen? Also erstens, was ich toll finde, er hat einen Raupenantrieb an den Seiten, das heißt nicht eben so typisch Räder, sondern Raupen. Und er erreicht dadurch auch eine schön große Haftung, auch durch seine Bürsten vorne. Das heißt, mit allen Folienpools kommt er wunderbar klar. Wenn ihr einen Folienpool habt in Form von einem Stahlwarmpool oder so einem Framepool wie hinter mir oder auch zum Beispiel einem Massivpool, der eine eingelegte Folie hat, das ist wunderbar. Dafür ist der Steinbach Twin sehr gut geeignet. Aber jetzt müsst ihr aufpassen für Edelstahlpools, für Überlaufbecken bzw. auch Fliesenbecken. Dafür ist er nicht geeignet. Die haben zu glatte Oberflächen, da kommt er die Wände nicht hoch. Für solche Becken da müsst ihr euch eher nach Poolrobotern umschauen, die sogenannte Canevo-Bürsten haben. Die kommen dann auch eben so, sage ich mal, die Fliesen hoch. Sind im Regelfall um einiges teurer, aber letztendlich, wenn es um so Folienbecken geht, dann würde ich sagen, macht er das wunderbar, kommt auch die Wände hoch, fliegt nicht von alleine runter. Ich hatte da schon Sorgen, dass das passieren würde, weil ich so viele negative Tests davor gedreht habe und nicht veröffentlicht habe, weil wieso sollt ihr euch was zeigen, wie etwas nicht funktioniert, habt ihr nichts von. Auf jeden Fall, das hat er gemacht, passt, wunderbar. Kurz zwischendurch, schaut doch gerne mal auf poolpanda.com vorbei. Wir haben da viele weitere Produkttests für euch, wir haben da auch Videos, wir haben Ratgeber- und Hilfesektionen für euch, wir haben
da verschiedene Produkte in der Übersicht, einen Preisvergleich zwischen den verschiedenen Produkten für verschiedene Plattformen. Da seht ihr gleich, wo kriege ich es am günstigsten. Und wir haben eine Facebook-Gruppe, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich würde sagen, es lohnt sich. Machen wir weiter. Die Funktionsweise bei dem Poolroboter, die ist zufallsbasiert. Das heißt, der Roboter, der fährt zufällig in verschiedene Richtungen. Und das heißt, er lernt den Pool nicht kennen, sondern er macht es halt einfach per Zufallsprinzip. Das ist ganz wichtig. Es gibt Roboter, die haben Sensoren, die machen euch das gezielter. Allerdings ist das Preislevel erheblich höher, ne? Weil die eben dann eingebaute Sensoren haben. Was auch noch besonders ist, er ist kabelbetrieben. Und auch wenn er keine Sensoren hat und auch wenn er zufallsgesteuert ist, macht er trotzdem seinen Job wiederum um einiges besser als günstige Roboter, weil er macht relativ gleichmäßig Links- und Rechtsbewegungen. Also bei sehr günstigen Robotern, da habt ihr das, dass sich das Kabel mal gern verhaken kann. Ja, das kommt da so Knoten rein oder so. Und das ist eigentlich hier nicht der Fall. Was auch wiederum positiv ist, weil ich will ja, dass ein Roboter mir bei der Poolreinigung hilft und mir Arbeit abnimmt und nicht zusätzlich welche verursacht. Ne? Also von dem her sind das schon Qualitäten, die ich sehr schätze, weil einige Roboter, da fühle ich nicht so, dass die mir helfen würden, sondern dass die mir noch mehr Schere reinmachen. Die will ich ja nicht. Ne? Und deswegen fand ich das bei dem Test jetzt mal wirklich interessant, dass ich da echt das Gefühl gehabt habe, okay, ich habe einen Roboter, klar, das ist jetzt kein besonders günstiges Modell, aber das ist halt einer von den Robotern, wo ich sagen würde, ja, der macht Sinn, weil der macht mir das Leben leichter. Ne? Dafür ist er auch da. Was es sonst noch gibt, er ist allgemein für professionelle Roboter eher noch im Einsteigerbereich. Das heißt, man kann auch das Drei- oder Vierfache oder noch mehr für ausgeben. Da gibt es dann verschiedene Vorteile. Aber wenn man sagt, man möchte jetzt nicht ewig viel Geld ausgeben, aber trotzdem was Vernünftiges haben, dann würde ich sagen, ist das hier echt eine gute Sache. Was wir hier haben, ist eine Steuereinheit. Diese Steuereinheit, die lässt sich so einstellen, dass er zum Beispiel in den Urlaub fährt und dann könnte er den Poolroboter auch im Pool lassen und dann sagt er, hey, täglich oder alle 3 Tage, mach mal eben in diesem Zeitraum oder alle 7 Tage, machen wir jeden Tag 1 Stunde, 2 Stunden, 1,5 Stunden oder so. Da könnt ihr so eine Automatik einbauen. Ansonsten braucht man die Automatik natürlich nicht, weil normalerweise nimmt man ihn jedes Mal aus dem Pool. Beim Rausnehmen aus dem Pool bitte immer aufpassen, wie ihn rausnimmt. Wenn man falsch rausnimmt, haut es halt einiges von Schmutz wieder im Pool rein. Das kann vielleicht 1 oder 2 Mal passieren beim ersten Mal. Dann irgendwann hat man es raus und dann ist es auch kein Problem mehr. Was ich klar sein muss, so ein Poolroboter ist natürlich schwerer als ein Akkusauger. Das heißt, beim Rausheben, man merkt auch, ist schwerer. Andererseits ist es so, er ist kein Akkusauger und er hat auch keine jetzt eben schwere Elektronik drin oder mehrere Motoren, zum Beispiel für die verschiedenen Antriebseinheiten gibt es das ja. Das heißt, von diesen vernünftigen oder professionellen Robotern ist er noch eher der leichteste. Das heißt, wenn euch das wichtig ist, dass es nicht zu schwer ist zum Rausheben, ist es interessant. Es gibt nämlich einige Batteriesauger, die haben weniger Leistung als er, sind aber tatsächlich dann wegen der Batterie schwerer als dieser Sauger. Von dem her würde ich sagen, ich empfinde das als Vorteil, dass er für das, was er an Leistung hat, ein sehr überschaubares Gewicht hat, auch wenn es insgesamt total gesehen natürlich wiederum schwerer ist als irgendwelche kleinen Sauger. Das nächste, er leistet ungefähr 20 Kubikmeter die Stunde an Durchsatzleistung. Das ist ein sehr hoher Leistungswert. Da kommen diese normalen Akkusauger im Regelfall nicht dran. Also auch die teuren haben im Normalfall viel weniger Leistung als der hier. Der Vorteil ist, dass natürlich hier ein höherer Sog entsteht und dass im Vergleich zu seiner Bewegung weniger aufgewirbelt wird. Das heißt, ihr kriegt mit dem sehr gute Reinigungsergebnisse hin. Und was mich vor allem gefreut hat, dass sie bei der Firma Steinbach diesen Sauger relativ langsam gemacht haben. Jetzt denkt euch, wieso? Ein Roboter soll doch schnell sein. Nö, soll er nicht. Warum? Wenn ein Roboter zu schnell durch den Pool durchjagt, dann wirbelt er viel mehr auf, als er einsaugt. Ne? Das heißt, wenn ein Roboter es nicht übertrieben schnell macht, dann tut auch nicht die ganze Zeit Partikel davon jagen, sondern in Relation hohe Saugleistung plus wenig Eigenbewegung sorgt dafür, dass sehr viele Partikel eben eingesogen werden. Und das möchte ich ja haben. Ne? Dass ich die Partikel einfach nur im Pool an die nächste Stelle verteile, sehe ich keinen großen Sinn drin. Dass hier was aufgewirbelt wird, klar, das liegt an der Natur der Sache. Er hat nun mal eben auch einen gewissen Rückstoß. Aber im Vergleich zu anderen Robotern, die ich getestet habe, also vor allem diesen günstigeren Modellen, ist das Verhältnis von Saugleistung zu Rückstoß zu Geschwindigkeit hier viel besser. Das heißt, auch hier wieder mal der Punkt, ich habe das Gefühl, der bringt mich einfach weiter. Also von dem Steinbach Poolroboter Twin, da gibt es auch ein Schwestermodell, nennt sich Steinbach App Control. Der Unterschied ist, der ist zwar auch zufallsbasiert, aber ihr könnt über die App in die Steuerung eingreifen. Letzten Endes, wie sinnvoll das ist, muss jeder für sich selber wissen. Ich selber will ja den Roboter machen lassen. Ich will ja eben nicht dem Roboter zuschauen und dann manuell eingreifen. Ich möchte währenddessen, keine Ahnung, das Leben genießen oder irgendwas arbeiten oder was auch immer. Ne?
Und deswegen möchte ich nicht daneben stehen. Andere sagen wiederum, hey toll, ich kann nochmal eingreifen. Der App-Control, der liegt im Regelfall so um die 50 Euro höher. Das heißt, ist ein moderater Aufpreis. Ob es euch das wert ist, müsst ihr selber wissen. Ich selber würde mich tendenziell für den hier entscheiden. Da würde ich lieber ein, zweimal schön essen gehen. Aber ich verstehe es natürlich, wenn jemand wenigstens die Option haben will, eingreifen zu können. Ansonsten abonniert doch gerne unseren Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Würde uns helfen, würde uns auch sehr freuen. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare unten rein. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Lasst euch gut gehen. Benni hier vom Poolpanda-Team. Ciao!